Nachdenkseiten. Die kritische Website. Wir werden von Verrückten und Totschlägern regiert. Ein Artikel von Albrecht Müller. Die Bundesregierung verkündete am 22. Mai zum Krieg in der Ukraine stolz: Diese Waffen und militärische Ausrüstung liefert Deutschland an die Ukraine. Deutschland unterstützt die Ukraine mit Ausrüstungs- und Waffenlieferungen aus Beständen der Bundeswehr und durch Lieferungen der Industrie, die aus Mitteln der Ertüchtigungshilfe der Bundesregierung finanziert werden. Vor wenigen Stunden verkündete die Tagesschau: Macron sagt Ukraine Mirage-Kampfjets zu. Und Pistorius vermutet, Krieg mit Russland sei in 5 Jahren möglich. Wo sind die Einsichten der Entspannungspolitik geblieben? Wandel durch Annäherung und wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Die hinter diesen Parolen steckenden Ideen sind nicht veraltet. Veraltet, verknöchert, verrückt und gewissenlos sind die führenden Personen geworden. Vielleicht ist es noch einfacher. Die handelnden Personen sind in die Hände der Rüstungswirtschaft geraten. Deren Sicht der Dinge kann man durchaus nachvollziehen. Im Zuge der Entspannungs- und Friedenspolitik gingen der Rüstungswirtschaft die Aufträge aus. Jedenfalls gingen sie empfindlich zurück. Dass die handelnden und verantwortlichen Personen sagen, nie wieder ohne Aufträge. Dass die Produzenten von Flugzeugen, von Panzern und von Munition so denken, das kann man durchaus verstehen, wenn auch nicht würdigen. Die Rüstungswirtschaft ist jetzt toll im Geschäft. Und die amtierenden Politiker schwätzen daher, was ihnen die Rüstungslobby vorsagt. Typisch dafür ist der deutsche Verteidigungsminister Pistorius. Er wirkt wie der Abklatsch der Rüstungswirtschaft. Und er ist es wohl auch. Die Kriegsgefahr ist hoch. Die Verantwortlichen schauen darüber hinweg. Aus Dummheit? Vermutlich absichtlich. Deshalb kann man sie auch Totschläger, auch Mörder nennen. Sie reiten uns willkürlich und in Kenntnis der Gefahr in den Tod. Sarah Wagenknecht hält dagegen. Die Grünen mit Baerbock nicht, die frühere Friedenspartei SPD auch nicht. Der Hoffnungsträger Mützenich verschwindet hinter dem pausbackigen Pistorius. Die FDP hat sich die Kriegsgöttin Strack-Zimmermann ausgeliefert. Merz kann man sowieso vergessen. Es wäre jedenfalls gut, Wagenknechts BSW könnte bei der Wahl am Sonntag ein Zeichen setzen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.